anstehenden Lecture mit einem Thema beschäftigen, das ich für das Verständnis der Philosophie der Maschine ganz fundamental halte, das aber im Alltagssinn in einem solchen Kontext fast alienmäßig, fremdartig anmutet. Der Geschichte und dem Dogma der unbefleckten Empfängnis. Man könnte die Frage stellen, was hat die unbefleckte Empfängnis, auf der die katholische Kirche ihr Gebäude errichtet hat, was hat das in Gottes Namen mit der Maschine zu tun? Als ich diesen Gedanken das erste Mal dachte, hatte ich eigentlich eine sehr schlichte Vorstellung. Nichts anderes als die Rückübersetzung des griechischen Wortes Mechane, Betrug an der Natur, und dabei die Intuition. Was gibt es für einen großartigeren Betrug an der Natur als dieses katholische Himmelfahrtskommando, das ein sterbliches Wesen gen Himmel schickt und zur Rechten des lieben Gottes postiert, als Mutter Gottes, als, wenn man so will, Schutzherrin der Weltmaschine. Das war also der Zusammenhang. Man beginnt dann natürlich über dieses Thema nachzuforschen und man betritt, wie ich das gemacht habe, die katholische Akademie und schaut, was es da an Literatur gibt und entdeckt, dass es eine Reihe von apologetischen Werken gibt. Das ist nicht sehr verwunderlich, bis hin zu Kardinal Ratzinger, der sich zu dieser Frage natürlich geäußert hat. Aber dass diese apologetischen Werke dieses Dogma nicht wirklich behandeln, sondern in seiner merkwürdigen Unentschiedenheit schwelgen oder in einem numinosen Zauber. Man sagt, es ist ein Wunder. Das hat mich weniger interessiert. Ich wollte etwas verstehen. Ich wollte nicht einem Wunder begegnen. Ebenso wenig wollte ich auch der feministischen Spielart dieses Wunders begegnen, das eigentlich sagt, diese Mutter Gottes ist nichts anderes als eine Fortsetzung irgendwelcher Naturgottheiten. Das schien mir genauso wenig plausibel. Das war ein ähnlicher Wunderglaube. Also beschäftigt man sich mit diesem Thema und entdeckt wirklich, da ist wenig Material. Es gibt ein 500 Seiten dickes Werk eines positivistischen Religionshistorikers Walter Delius, dem ich sehr viel verdanke. Aber erstaunlich, auch hier gibt es kein Raisonnement, keine Analyse, warum es zu diesem Dogma gekommen ist, was es bedeutet, wie es einzuordnen ist. Vor allem, in welchem Kontext wir es in Richtung auf die materielle Welt, auf die Weltmaschine stellen müssen. Das war also das Vorhaben. Nun, man könnte der Meinung sein, dass die unbefleckte Empfängnis etwas ist, was nun wirklich weit zurückliegt. Es wurde im 19. Jahrhundert zwar erst zum Dogma erhoben, aber dogmatisch gesehen war es im 12. Jahrhundert vorbei. Damit war die Frage eigentlich erledigt und hat sich wenig entwickelt. Warum sollte das heute noch eine Bedeutung haben? Nun, es gibt eine Reihe von Gedankenfeldern, die das nahelegen. Zum Beispiel gibt es in der Beschäftigung mit der Maschine diese lange Tradition der Junggesellenmaschine von Duchamp eingeleitet. Also die Vorstellung, dass die Maschine irgendeine Art von Reproduktionsordnung etabliert, die quasi als geistige Reproduktionsordnung funktioniert. Ähnlich äußert sich Marinetti, der sagt, dass quasi die Maschine in uns als Körper eines Engels schläft, die Flügel der Engel sind und wir werden mit der Maschine fliegen können, also eine Art Himmelfahrtsprojekt machen können. Nun, selbst dort, wo man die Anwesenheit eines solchen metaphysischen Denkens nicht vermutet, wird man fündig. Und das ist vielleicht das Erstaunlichste, eben da, wo die Philosophen versuchen, unglaublich präzise zu sein und ihr Denken von allem anderen zu befreien. Es gibt eine Schrift von Gottlob Frege, den wir in der Geschichte des Computers als denjenigen vorgestellt haben, der das Bootsdenken aufgreift und beerdigt zugleich, also eigentlich ein Plagiator, wenn man so will, ein genialer Plagiator. Und Frege beschäftigt sich in diesem Aufsatz mit einer sehr schlichten Frage. Er fragt sich, was unterscheidet einen Gedanken von einem Hammer? Also ein Hammer ist ein Instrument und ich bin mir, wenn ich den Hammer benutze, dann doch bewusst, dass es diesen Hammer gibt und dass dieser Hammer Menschenwerk ist. Also Hammer ist, wenn man so will, in unserer konkreten materiellen Welt angesiedelt. Also
historisch-materialistisch verortet. Was ist ein Gedanke? Und hier sagt Frege erstaunlicherweise, dass ein Gedanke etwas anderes sei. Ein Gedanke, der fliegt einem sozusagen zu. Es ist eine höhere Wesen hat man das eingegeben. Es ist ein bisschen wie bei dem Bild von Sigmar Polke, das er im Jahr 1969 gemalt hat, das den wunderbaren Titel trägt. Höhere Wesen befahlen, rechte obere Ecke schwarz malen. Da sieht man ein schwarzes Dreieck. Also die Konzeptkunst, die Konzeptphilosophie verdankt sich höheren Wesen. Und die Idee, dass ein Gedanke etwas anderes ist als ein menschlicher Artefakt, ist die Annahme, dass es so etwas wie höhere Wesen gibt, die befehlen, rechte obere Ecke schwarz malen. Die Geschichte der unbefleckten Empfängnis, das Dogma der unbefleckten Empfängnis, konfrontiert uns mit einem historischen Paradoxon, das mit unserer Vorstellung des Geschichtsverlaufs gänzlich konfligiert. Nehmen wir das Vorurteil, das doch unter vielen Aufklärungsbegeisterten sehr verbreitet ist. Da ist das Narrativ etwa folgendermaßen: Irgendwann löst sich die Antike auf. Die Akademie wird aufgelöst, irgendwie um 500. Und das ist das Ende der griechischen Welt. Also auch der materialistischen Philosophen, die von einer Machina Mundi gesprochen haben und auf die Götter weitgehend haben verzichten können. Dann beginnt die lange, lange und dunkle Zeit des Mittelalters und irgendwann im frühen 15. Jahrhundert erwachen die Geister auf, besinnen sich auf die antiken Vorbilder und es kommt zur Renaissance. Und es kommt zu einer Bewegung, die an Fürstenthronen und an Göttern vorbei den freien Geist favorisiert. Also das, was wir heute Aufklärung nennen. Das ist ganz kurz gefasst und grob das Narrativ, das sich fast durchgesetzt hat, flächendeckend, das nur einen ganz kleinen Nachteil hat. Es lässt sich mit dem historischen Verlauf überhaupt nicht in Deckung bringen. Nicht das 15. Jahrhundert gründet Universitäten, sondern das macht das christliche 12., 13. Jahrhundert. Nicht das 15. Jahrhundert bringt die Maschine auf den Weg, sondern das christliche Europa des 12., 13. Jahrhunderts. Da entsteht der Zins, da entsteht Arbeitsteilung, da entsteht der Protokapitalismus. Und wir sind mit der Verlegenheit konfrontiert, dass unsere Deutung der Vergangenheit eigentlich eher so etwas ist wie ein Kinderglaube. Whitehead beispielsweise, ein großartiger Wissenschaftshistoriker, hat etwas nüchtern festgehalten, dass die Vorstellung, dass die Renaissance besonders wissenschaftsgläubig und freundlich gewesen sei, vollkommen deplatziert ist. Er sagte, das Mittelalter hat viel mehr aufgewandt, hat Universitäten gegründet und dergleichen, war viel wissenschaftsaffiner als etwa die Renaissance, wo es geradezu zu einem Backlash, zu einem Rückschritt gekommen ist. Also was die Investitionen, aber auch die Wertschätzung anbelangt. Paradoxer Befund. Der nächste paradoxe Befund: Nicht die Renaissance bringt die Mechanisierung auf den Weg, das ist das christliche Mittelalter, das Arbeitsteiligkeit, Kathedralenbau, Universitätsgründung und dergleichen etabliert. Das heißt, wir haben hier, wenn man so will, mitten im finsteren Mittelalter Innovationsbewegungen, die schwer erklärlich sind aus diesem gegebenen Narrativ. Nächste Problematik: Wieso ist ausgerechnet ein so vergleichsweise rückständiger Bereich wie das mittelalterliche Burgund, wie kann ein solcher Bezirk zum Silicon Valley des Mittelalters werden? Das müsste doch eigentlich plausibler dort sein, wo der hellenische Geist sich mehr durchgesetzt hat, also vielleicht in Rom oder in Alexandria oder im Nahen Osten. Wieso kommt es, dass die Ostkirche, die orthodoxe Kirche, sich nicht auf die Mechanisierung einlässt, kein Buchdruck entwickelt, im Gegenteil, dagegen polemisiert, wie doch im Russland des 17. Jahrhunderts?
Wieso ist dies ein ausschließlich westeuropäisches Phänomen? Also wir sehen eine Reihe von Paradoxa, wo wir sagen müssen, dass unser Narrativ überhaupt nicht zusammengeht. Die einzige Schlussfolgerung, das Christentum muss irgendwo einen Mehrwert haben, der es besonders empfänglich für den Geist der Maschine gemacht hat. Etwas, was die griechische Welt nicht zu denken vermocht hat. Zweifellos, es hat Rückschritte gegeben, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass eine Art von mechanischem Denken sich etabliert, die neu ist. Manfred Fuhrmann, der Altphilologe, gibt ein interessantes Beispiel. Er sagt, jedes antike Dokument, jedes Schriftstück aus der Antike hat Rollenform. Erstmals kommt es zur Paginierung von Büchern im Kontext der Bibel. Also man gibt den Seiten Seitenzahlen. Mehr noch, man nimmt Abschnitte und hält fest, welche Abschnitte auf welche Abschnitte sich beziehen. Es entsteht also das, was wir im Internet ein Linksystem nennen, eine Verknüpfung. Wir haben also eine interessante Buchmaschine, wo alle Bereiche miteinander verknüpft sind. Und zweifellos ist dies eine neue Dimension von Schrift. Also Zitate werden kenntlich gemacht, Bezüge werden kenntlich gemacht. Es entsteht so etwas wie eine Topographie der Schrift. Irgendwie, das ist auch wiederum eine Schlussfolgerung, gibt es also eine Art von mechanischer Empfänglichkeit. Diese Hypothese wird noch gestützt, und wenn wir uns den Kulturvergleich vornehmen. Nehmen wir China, und verschiedentlich haben Leute wie Joseph Needham haben darauf hingewiesen, dass eigentlich die Chinesen alles schon irgendwie erfunden hatten, was dann in Europa explodiert ist. Beispielsweise hat Suzong im Jahr 1076 eine wunderbare Wasseruhr etabliert, ein mechanisches Kunstwerk. Aber was ist damit passiert? Die Kultur hat die Uhr zerstört und hat aber auch jede Erinnerung an diesen Artefakt ausgelöscht. Das Gleiche gilt in einem noch viel größeren Maßstab für die chinesische Flotte des 15. Jahrhunderts, die die Chinesen ermächtigt hätte, zur größten Kolonialmacht der Welt zu werden. Das sind sie nicht geworden. Im Gegenteil, sie haben jede Erinnerung an den Schiffsbau aus der Geschichte gestrichen. Also das passiert in Europa nicht, sondern es gibt Aufbewahrung. Es gibt wenn man so will, eine Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen. Und hier stellt sich die Frage, was ist am Christentum, das es besonders empfänglich macht für die Verführung oder für den Geist, wie ich sagen würde, für den Geist der Maschine. Wenn wir dieses Meer, das was die Antike nicht kannte, eingrenzen wollen, so könnte man einen ganz naheliegenden Gedanken denken und könnte sagen, das, was neu ist am Christentum, ist das Kreuz. Dieser Gedanke kommt ein bisschen sonderbar vor, aber nehmen wir das Kreuz als eine logische Form, kommen wir tatsächlich in Bereiche, die höchst interessant und aufschlussreich sind. Streng genommen verweist das Kreuz auf eine Kreuzung. Eben auf eine Kreuzung von zwei Bereichen, die ansonsten als geschieden gelten. Und im Falle zum Beispiel von Gottlob Frege, Geist und Hammer, als einfach unvereinbar. Die himmlische Welt, die irdische Welt. Der Chiasmus, das Kreuz, sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn es wie im Himmel so zugeht, wie auf Erden, so im Himmel. Also das heißt, wir haben zwei Bereiche, Geist und Welt, die in einer Form der friedlichen Kohabitation leben können. Deswegen kommt Augustin beispielsweise auf den Gedanken, eine Civitas Dei, eine Art von christlicher Republik, einer christlichen Bürgerschaft denken zu können, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Chiasmus bringt durchaus eine Dimension ins Spiel, die vor dem nicht da war. Okay, könnte man sagen, das ist eine nette theologische Spekulation. So what? Nun, wenn wir uns zurückerinnern an das Dilemma, das wir im Zeichen der Maschine haben beobachten
und festhalten können, sehen wir, dass sich dort eben nicht nur ein empirischer Geist, im Sinne Plutarchs etwa, Machina Mundi, breit macht, sondern vor allem Gnosis. Was ist Gnosis? Gnosis ist die Teilung der Welt in zwei feindliche Wesenheiten. Da gibt es einerseits die Hyle, das ist der böse Körper, der böse Stoff, die böse Materie. Bei Aristoteles ist es nichts anderes als das Zimmermannsholz, aus dem die Welt gebaut wird. Und andererseits das Pneuma, der reine, makellose Geist. Die sind voneinander getrennt. Und in Wahrheit ist die Gnosis noch viel mehr. Sie ist die Inszenierung eines Psychodramas, wo es darum geht, dass der Geist seinen Weg findet aus diesem verdammten Körper. Aus diesem Körper, in dem er lebend begraben ist. Sargs, das griechische Wort, ist eben auch ganz nah an dem Sarkophag, also an dem Sarg dran, in dem wir da vor uns hin vegetieren. Wir sind zu höheren Berufen, englische Wesen, zur Unsterblichkeit. Was machen wir? Wir leben und müssen uns mit Notdurft, mit einer Cloaca Maxima beschäftigen. Das ist also das griechische Drama. Und in diesem griechischen Drama ist der Demiurg, derjenige, der mit der Hyle die Welt verändert, verdammt. Der Demiurg ist, wenn man so will, gleichbedeutend mit dem Dämon, mit dem Satan, mit der bösen, negativen Instanz. Kurzum, was die Gnosis entbindet, ist, wenn man so will, eine Theologie der Weltfremdheit. Nur das fremde Wesen, also das englische Wesen, das nicht auf diese Welt gehört, ist eigentlich zu retten. Was immer dieser Welt angehört, ist verdammt. Wir sehen, die Kreuzung bringt hier eine neue Form, sagen wir, der Versöhnung ein. Also wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Logik. Der Philosoph Rudolf Kassner hat in einem, Nietzsche-Freund Rudolf Kassner, hat in einem Text über Platon, die Agonie Platons, das ist eigentlich ganz wunderbar beschrieben. Die Platoniker haben unsterbliche Formen entdeckt, aber sie waren mit der Depression geschlagen, also dass sich die unsterblichen Formen nicht in die Welt übersetzen können. Man kann also nur eine Art von Himmelsflug haben, der Ewigkeit entgegen. Aber wir leben eigentlich in diesem Schattenreich. An dieser Stelle, wenn wir diese Vorgeschichte nehmen, versteht man durchaus, dass die Idee des Kreuzes, also dass die göttliche Ordnung in die Welt überführt werden kann, dass die Welt nicht verdammt ist, eigentlich eine Form der Befreiung ist. Wir haben hier also einen Moment des Mehrwerts in einer religiösen Form, wo wir sagen können, okay, hier entsteht geistig gesehen etwas Neues, was es in dieser Form noch nicht gibt. Und tatsächlich werden wir die ganze Geschichte der Maria und die Frage des Dogmas der unbefleckten Empfängnis eigentlich nur vor diesem Hintergrund sinnvoll anordnen können, dass wir sagen, hier wird das gnostische Drama gelöst, es entsteht eine neue Form der Kohabitation. Bevor ich mich also den Sophistereien des Dogmas zuwenden möchte, möchte ich doch eine sozialhistorische Perspektive vorstellen, die deutlich macht, dass hier nicht irgendwo ein entlegener theologische Spekulation sich breit macht, sondern dass es durchaus um materielle Interessen, um Dinge geht, die jeden zu der damaligen Zeit auf die eine oder andere Art und Weise angegangen haben. Ich beziehe mich hier besonders auf das Werk von Peter Brown, also des Augustinkenners und Foucault-Schülers, der ein wunderbares Werk hervorgebracht hat. Das heißt Die Keuschheit der Engel, eine Sozialgeschichte des frühen Christentums. Da führt Peter Brown einen Gedanken vor, der, wie gesagt, in unserem Narrativ eigentlich vollkommen kontraintuitiv ist, sagt, führt die unmittelbaren materiellen Vorzüge vor, die die Menschen hatten,
die sich dem Christentum anvertraut. Was war und was ist der Hintergrund dabei? Nehmen wir einen klassischen Fall da. Verliert eine Frau ihren Mann. Der stirbt und was nehmen wir an, sie ist Vermögen, was wird sie wohl tun können? Kann sie sich jetzt einfach mit ihrem Geld aus der Gemeinschaft herausziehen und ein selbstbestimmtes Leben führen? Nein, sie wird als Gemeinschaftsbesitz betrachtet und fällt in die Hände des Bruders, der, wenn er nicht verehelicht ist, dann sie ehelichen wird. Das heißt, wir haben hier eigentlich das, was wir heute immer noch mit der Umma als Clan denken, als primordialen Gesellschaftsdenken haben, bei dem der Einzelne keine große Rolle spielt. Das verändert sich in dem Augenblick, wenn der Einzelne sagen kann, dass es um sein Seelenheil geht. Dass also das Drama zwischen Hüle und Pneuma nicht einfach nur abstrakt in der Welt eine Rolle spielt, sondern dass es um ihn selber geht, um seinen Seelenheil, dass um seines Seelenheils Willen ein Drama aufgeführt wird, als hinge die ganze Welt davon ab. Das ist also der Hintergrund, wenn man so will, die Entdeckung des Individuums, die Entdeckung der individuellen Autonomie, dass die himmlische Ordnung nutzt, um auch auf Erden sich von Ansprüchen der Gemeinschaft freizumachen. Dass dies zu der damaligen Zeit politisch schon als solches aufgefasst wurde, macht einen Einwand deutlich, den ein antiker Denker Celsus gegen die Christen deutlich macht. Der sagt, die Christen seien so wie Regenwürmer. Die glaubten, dass die Götter oder der liebe Gott, der mit Himmelsbahn, mit allen wichtigen Dingen des Kosmos zu tun hat, dass der sich für das Schicksal der Regenwürmer interessiert. Also anthropozentrisch agiert. Es ging es um das Seelenheil der Menschen. Das macht genau diesen Unterschied aus. Hier haben wir den antiken Denker, der auf die Polis, auf das Gemeinwohl, auf den Kosmos, auf den Nomos setzt. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn man so will, den Gesellschaftsfeind, den Christen, der um seines Seelenheils willen die Gesellschaft verrät. Was wir hier haben, ist eine Reperkussion letztlich der alphabetischen Ordnung, die er sagt, ich kann überall diese Schrift leben, ich hänge gar nicht ab, das Alphabet ist tendenziell geht es über die Ethnien hinaus. Es kennt keine angeborenen Dinge. Also man gerät in einen Bereich der Universalität hinein. Und das genau ist das ja Versprechen letztlich der Kirche, dass man eine Bruderschaft höherer oder eine Schwesternschaft höherer Ordnung etabliert. Man wechselt seinen Namen, man lässt sich taufen und ist plötzlich einem Kollektiv, gewissermaßen von einem Kollektiv befreit. Insofern sagt Peter Brown, dass die Losung der Zeit Individuation ist. Kampfruf, baut euch Einzelhütten. Es gibt einen ganz frühen, wenn man so will, einen Typus, einen christlichen Typus, der das ganz deutlich macht. Das ist der Anachoret, also der Einsiedler, der die Gemeinschaft verlässt und irgendwo in die ägyptische Wüste zieht. Warum? Was soll da gemacht werden? In einer Höhle, irgendwo fernab von einer Zivilisation? Nun, in dieser Höhle findet die Begegnung von Hüle und Pneuma statt. Der heilige Antonius macht das deutlich, die Versuchungen, die er dort erlebt. Er begegnet seinen Dämonen. Auf der anderen Seite sieht er das Licht. Und er begreift, dass um seinetwillen all dies geschieht. Er ist die Bühne, auf der das Drama der Welt zwischen Hüle und Pneuma veranstaltet wird. Das heißt, wir haben es hier mit einer unglaublichen Aufwertung des Individuums zu tun, und zwar nicht im Sinne eines Tuns, sondern im Sinne eines Unterlassens. Wir könnten sagen, dass wir es hier mit den Athleten der Enthaltsamkeit zu tun bekommen. Nicht mit dem Athlet, der sich also durch Muskel auszeigt, ist eigentlich das Rollenmodell, sondern derjenige, der die Welt überwindet, um seines individuellen Seelenheils willen. Um das Dogma der unbefleckten Empfängnis zu verstehen, muss man sich zurückerinnern an das gnostische Drama, an das, worauf letztlich das Dogma antwortet.
Die Gnosis lehrt, dass das Fleisch per se verworfen ist. Die Hüle ist also bösartig. Jede Art von Reproduktion fügt dem Elend der Welt noch ein weiteres hinzu. Insofern versteht man, dass die Antike auf den unvorbereitet ist, was die Vorstellung ist, dass ein Gott im Schoß seiner Jungfrau niedergekommen sein könne. Ob Jungfrau hin oder her, wie die Jungfrau zum Kind kommt, interessiert die. Allein dieses gynäkologische Dilemma beschäftigt die Leute. Und sie sagen, das ist die Kontamination dieses Gottes. Ein solcher Gott kann eigentlich gar kein Gott sein. Wir erinnern uns an die Art und Weise, wie die Griechen das Dilemma gelöst haben. Die Geburt der Athene, das ist eine Kopfgeburt, Logos Spermatikos, der aus dem Kopf herauskommt. Und da springt die Athene, nachdem sie im Kopf des Vaters residiert hat eine Weile lang, fertig, gerüstet, gewandet heraus und ist eine perfekte Göttin. Das wäre eigentlich eine standesgemäße Art, in die Welt zu gehen. Aber es ist so quasi auf gynäkologisch fragwürdige Art und Weise undenkbar. Man versteht, dass in Anbetracht dieser fragwürdigen Herkunft die Theologen erstmal alles dran gesetzt haben, die Göttlichkeit von allem Irdischen zu trennen. So sagen, das ist in fast gnostischer Manier, die Theologen relativ schnell, Jesus ging durch Maria wie Wasser durch eine Röhre. Also, wir könnten sagen, eine antike Form der Medientheorie, die Botschaft lässt sich nicht durch den Kanal, durch den sie hindurch muss, beeinträchtigen. Diese These klingt verführerisch, sie hält aber nicht lang und sie kann eigentlich auch keine adäquate Antwort auf die vielen Verdächtigungen geben, die sich im Gefolge dieser merkwürdigen Herkunft eingestellt haben. So ist die eine weit verbreitete Annahme, dass Jesus diese ganze Geschichte sich eigentlich nur ausgedacht habe. Mirakulöse Herkunft und dergleichen. In Wahrheit sei es doch so gewesen, Maria sei ihrem Gatten untreu geworden, hätte sich mit einem römischen Legionär namens Panthera, also der Panther, eingelassen und hat mit dem ein Kind gezeugt, um das Ganze zu maskieren. Also Erzengel Gabriel, göttliche Herkunft und dergleichen. Das heißt, Maria ist eine per se höchst fragwürdige Quelle. Die Problematik, der sich die Theologen gegenüber sehen, besteht auch darin, dass die Bibel keinesfalls eindeutig ist, was diese Herkunftsgeschichte anbelangt. Das Markus-Evangelium beispielsweise erzählt eine ganz andere Geschichte. Da ist von keinem Erzengel Gabriel die Rede, sondern davon, dass der liebe Gott auf die Welt hinabgeschaut habe, Jesus entdeckt, der zusammengefallen sich verhalten habe und ihn adoptiert habe. Also diese Adoptionsthese steht im Kontrast, im offenen Widerspruch zu der Geschichte der unbefleckten Empfängnis. Weitere Problematiken. In der Bibel ist davon die Rede, dass Jesus Geschwister gehabt habe. Wenn die Geschwister Eltern gewesen sein sollten als Jesus, dann wäre Maria keine Jungfrau mehr bei seiner Geburt gewesen. Sind sie jünger, fragt man sich, warum eine Frau, der so viel Segen zuteil worden ist, warum die sich danach noch abgibt mit so einer solchen niederen Reproduktionsweise? Warum weiteres Elend in die Welt entlassen, wenn man doch einmal den Menschensohn geboren hat? Also alles daran ist fragwürdig. Man versteht, dass die Maria zum Kampfplatz verschiedenster theologischer Auseinandersetzung wird. Um hier eine Art von Makellosigkeit, Sündlosigkeit zu erzeugen, gibt es im 2. Jahrhundert das sogenannte Protoevangelium Jakobus. Das ist eine Apokryphe, also nicht in den Kanon aufgenommene Schrift, die gleichwohl eine große Bedeutung gehabt hat. Das Protoevangelium Jakobus erzählt eine ganz andere Geschichte, die eigentlich der des Jesus nachempfunden ist. Da wächst Maria im Tempel auf, wird von den Priestern betreut, Engel nähren sie, Tauben sind umher. Und als sie dann in die Geschlechtsreife hineingelangt, macht man eine Versammlung, versammelt die ganzen Witwer, die Umgebung, und da gibt es einen, aus dessen Stock, das
es steht da so, eine Taube hervorkriegt und die setzt sich dann auf die Maria. Und das ist ein Zeichen, das ist der Besitzer dieses Stockes, Josef, der Witwer, zum Hüter ihrer Jungfräulichkeit werden möge. Also eine Art von Erziehungsprogramm. Damit ist das wesentliche Problem gelöst, die Erwähnung der Geschwister Jesu. Also wir haben hier immer noch die perfekte Jungfrau. Es handelt sich nicht um keine Ehe, wie das üblich ist, sondern Josef ist der Hüter ihrer Jungfräulichkeit. Bleiben immer noch Fragen. Es gibt die Bibelstelle, wo Jesus sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Also man fragt sich schon, was ist das für eine merkwürdige Geschichte? Die Lösung dieses Problems, also dieser theologischen Streitfrage der Jungfrau, besteht darin, dass man, wenn man so will, alles Persönliche dieser Person abstreift. Sie besteht darin, dass man die Logos-Theologie munitioniert. Und das sind wir tief im antiken Denken, also in der Idee des Logos Spermaticus. Das haben wir ja schon bei der Athene, die als fertige Gestalt, als Geistesgeburt hervorspringt. Da deuten die Theologen den Augenblick da, der Engel Maria erscheint als Empfängnis des göttlichen Wortes. Also wir erinnern uns, bei Johannes heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also wenn das Wort das Ohr der Jungfrau erreicht, dann ist es eigentlich der Augenblick der Befruchtung, der Insemination. Wunderbare Lösung, hat natürlich auch einige Probleme mit, die bringt sie mit sich. Zum Beispiel die Frage, warum braucht man dazu einen Engel? Kann nicht der liebe Gott selber erscheinen? Es gibt eine Theorie, auch in dieser Zeit, dass Jesus selbst in der Maske des Engels erschienen sei und auf quasi inzestuöse Weise sich selbst in das Ohr der Jungfrau hineingesetzt habe, also eine Art Selbstbefruchtung vorgenommen hat, wobei Maria eben nur ein bloßer Container ist. Die entscheidende Frage bei all diesen Konstruktionen ist am Ende dann doch die: Wir haben es mit einer Geburt zu tun, mit einem Menschensohn. Das heißt, dieser ganzen gynäkologischen Seite. Origenes, der Theologe, der sich seines Geschlechts entledigt hat, um sich der Sündhaftigkeit zu erledigen, kommt hier auf die genialste Lösung. Er sagt, wenn es hier um eine Ohrenbefruchtung geht, in partu, also eine makellose Empfängnis, dann geht es aus dem anderen Ohr wieder raus. Wie es da reingeht, geht es da raus. Also postpartum, eine Ohrengeburt. Das ist zumindest, was diese gynäkologische Seite anbelangt, die Lösung. Also können die Theologen der Zeit, etwa im 4., 5. Jahrhundert, können dazu übergehen, von Maria Theotokos, also der Gottgebärerin, zu reden. Der Gottgebärenden, die natürlich dann gen Himmel auffahren kann. Ein Platz, den die historische Maria in der Bibel ja so gar nicht hat. Hier nähern wir uns am nächsten fast psychologischen Dilemma, das dann erst das 12. Jahrhundert wirklich lösen wird. Und das hat damit zu tun, dass in der Logik des Chiasmus, Augustin folgend, Geist und Hülle, also Geist und Materie, versöhnt werden wollen. Gott hat die Welt geschaffen, nicht um sie zu verdammen, sondern er findet das Materielle gut. Das Dilemma ist nicht die Reproduktion, nicht die Sexualität, sondern die böse Lust. Und weil die böse Lust sich von Generation zu Generation weitergibt, Augustin nennt es Erbsünde, kann auch eine wie immer sündlos sich gebärende Jungfrau nicht frei davon sein. Sie ist also durch die Erbsünde kontaminiert. Wir sehen, dass hier sich die Frage also nicht mehr nach der konkreten Person der Maria stellt, sondern nach dem Status des Menschengeschlechts. Gibt es Sündlosigkeit in diesem Menschengeschlecht? Nein, sagt Augustin. Wenn man also an der Sündlosigkeit der Maria festhalten will, muss man die genealogische Kette unterbrechen. Man muss sagen, bisher war es so, jetzt ist es anders. Wer kommt jetzt ins Visier? Wir sehen, dass der Schwerpunkt der Problematik sich verlagert von Maria hin zu ihren Eltern, die in der Bibel gar nicht vorkommen, Joachim und Anna.
Der Kunstgriff der Theologen besteht jetzt darin, dass sie supponieren, dass der liebe Gott Joachim und Anna bei der Zeugung der Maria mit vollendeter Lustlosigkeit gesegnet haben. Und auf diese Art und Weise entkommt sie dem Dilemma der Erbsünde. Wenn wir die Struktur dieses Dogmas analysieren, sehen wir eine Reihe von Verschiebungen. Wir sehen aber durchaus eine Bewegungsrichtung, die all dem zugrunde liegt. Wir sehen, dass die alte Trennung, der Dualismus von Hyle und Pneuma, der selbst bei den griechischen Philosophen noch da war und über den Rudolf Kassner ebenso eindringlich berichtet in der Agonie Platons, dass dieser Dualismus überwunden wird und es ist eine Kohabitation von Geist und Körper kommt. Eigentlich zu dem Versprechen, dass man zu einer höheren Natur aufsteigen könne, dass man geleitet von den Engeln der besseren Natur sich sublimieren, letztlich gar gottähnlich werden könne. Das ist zum Beispiel eine Vorstellung, die Meister Eckhart im 13. und 14. Jahrhundert ganz eindeutig vertritt. Der hat zum Beispiel die Vorstellung, dass der Mensch Gottes ebenbildlich ist und wenn er denn auf seinen Eigenwillen verzichten würde, würde der Lichtkeim die göttliche Anlage in ihm sich derart ausbilden, dass es schließlich selber zu Gott wird. Kurzum, es gibt also zwischen der weltlichen und der göttlichen Welt keine wirkliche Grenze mehr. Oder wenn, so besteht diese Grenze nur in dem Eigenwillen des Menschen, seiner niederen Natur, der sich gegen die von ihm göttlich, das göttliche Angebot, folge mir, werde mir gleich, wehrt und auf diese Art und Weise selbst unter seinen Möglichkeiten bleibt. Maria aber, das ist die Botschaft, ist dies nicht. Sie ist das, wenn man so will, inkarnierte Ideal. Hier kommen wir zu einer Form der Dialektik, die eigentlich der ganzen neuzeitlichen Geschichte zugrunde liegt und bei der man von der Primordialität des Ideals sprechen könnte. Also eine Art von praktiziertem Schattenreich, platonischen Schattenreich. Um es kurz zu fassen, Gregor von Nazianz, also einer der großen drei Kirchenväter, 4. Jahrhundert, sagt diesen wahnsinnigen Satz: Jungfräulichkeit ist, was die Ehe bloß bedeutet. Gott, was ist das nochmal? Jungfräulichkeit ist, was die Ehe bloß bedeutet. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Unio Mystica mit dem Herrn, was jede Nonne letztlich weiß, die sich der Ehe entsagt und ins Kloster geht, die eigentliche Vereinigung mit dem wahren Schönen und Guten ist. Das ist die Art und Weise, wie der Mensch dem Ideal sich annähert. Der Rest der Gesellschaft ist verdammt oder dazu, sich gewissermaßen mit niederen Abbildern zu beschäftigen. Die Ehe ist also ein niederes Abbild eines Vereinigungswunsches mit einer höheren Instanz, also dem lieben Gott. Kurzum, was wir hier sehen, ist, was wir den Einbruch des Utopischen nennen können. Oder genauer noch eines konkreten Utopischen. Denn diese Utopie ist jetzt nichts mehr, was einfach entrückt wäre. Also nicht mehr die Tragik der griechischen Welt, die Welt der Götter als etwas Abgespaltenes aufgefasst hat und sich selbst als, wenn man so will, Bewohner eines sterblichen Leibes, sondern das Versprechen ist, du selbst kannst dich überwinden, du kannst deine Endlichkeit überwinden, du kannst unsterblich werden. Alle Denkfiguren, die in der Moderne eine Rolle spielen, leben letztlich davon, dass es so etwas gibt wie eine konkrete Utopie. Und diese konkrete Utopie ist genau das Moment, wo die Logik des Chiasmus gilt. Also wie im Himmel, so auf Erden. Warum sich mit einer irdischen Ehe anfreunden, wenn man den lieben Gott als Bettgenossen haben kann? Das ist, wenn man so will, die Frage, die sich hier stellt. Kurzum, in dieser Fähigkeit zur Abstraktion, in dieser Fähigkeit zur Bewegung des Geistes liegt eigentlich die Empfänglichkeit des Christentums für die Maschinen. Man spricht nicht umsonst von einem Alphabet des Herzens. Man hat nicht umsonst ein ganz inniges Verhältnis zur Schrift. Und wir werden sehen, dass
im Mittelalter der Marienkult vor allem in so, dort und sich artikuliert, wo es um die Form kultureller Sublimation, um die Weiterentwicklung der Maschine geht, um den Geist in der Maschine. Das Dogma bietet so etwas wie eine Apotheose der Menschennatur. Folglich begreift man Maria als ein Speculum sine macula, als ein Spiegel ohne Makel. Und was sieht derjenige, der in seinen solchen Spiegel hineinschaut? Er sieht ein Idealbild seiner selbst. Eine Menschennatur, die von allen Gebresten und allen Niederungen letztlich gereinigt worden ist. Wir geraten hier, und das wird interessant, in einen Bereich hinein, in dem es nicht mehr um theologische Spekulationen geht, sondern eine neue Dimension der Abstraktion sichtbar wird. So wie überhaupt Maria eine Stellvertreterin einer Abstraktionsbewegung ist, ein Himmelfahrtskommando, das zur Mechanie, zum Betrug an der Natur führt. Das 12. Jahrhundert, das mit dem Räderwerkautomaten, aber vor allem mit dem Kathedralenbau gesegnet ist, widmet all diese Bauwerke wem wohl? Unserer lieben Frau Notre Dame, Madame, natürlich findet im Schatten der Kathedrale so etwas wie ein regelrechter Kult, ein Marienkult statt. Alle Kathedralen Europas, Westeuropas, sind Notre Dame geweiht. Das ist die entscheidende Gestalt. Wo eine Kathedrale entsteht, entsteht eine Kathedralenschule. Und aus einer Kathedralenschule wird eine Universität. Mit im Zeichen des Marienkultes beginnt im 12. Jahrhundert eben nicht nur der Kathedralenbau der Gotik, sondern sämtliche Universitätsgründungen. Die Universitätsgründung von Bologna um 800 herum ist eine relative Ausnahme. Das war die Schule, die die Juristen oder die juristisch ausgebildeten Päpste hervorbrachte. Was mit dem 12. Jahrhundert stattfindet, ist ein Kult des Intellekts, der reinen Vernunft. Vielleicht am bemerkenswertesten die Kathedralenschule von Chartres, wo sich dann bald die Philosophen oder die Naturphilosophen ansiedeln, wie etwa Bernardo Silvestris, auf den dieser Satz zurückgeht, der den Fortschrittsgedanken der Neuzeit signalisiert. Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Also die Idee des Fortschrittes, wo der Zwerg, der vielleicht weniger weiß als die Tradition, noch weiter schauen kann. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Die Maria ist in diesem Sinne eben die Schutzheilige der reinen Vernunft. Es ist kein Wunder, dass die Professoren, die durch die Straßen ziehen und die Gründung ihrer Universität feiern und die Umwidmung ihrer Kathedralenschule zur Universität, Lobgesänge auf die Maria anstimmen, auf diesen Speculum sine macula. Denn sie sehen vor allem sich selbst, wie Gott, wie Meister Eckhart dann später sagen wird, Gott ist Intellektus. Es ist die Feier der reinen Vernunft, die Feier des Intellekts. Insofern haben wir es abermals mit einer Umbesetzung dieser Mariengeschichte zu tun. Eine Umbesetzung, die wirklich sehr interessant ist, weil wir plötzlich in die materielle Kultur hineingehen. Wir sehen, dass nicht mehr bloß metaphysische Fragen hier eine Rolle spielen, sondern dass in dem Augenblick, wo die metaphysischen Fragen geklärt sind, man Gott gewissermaßen auf die Erde herabholen kann und ein himmlisches Jerusalem hier und jetzt errichten kann. Warum gibt es wohl Universitäten? Und warum gibt es in den Universitäten Seminare? Und warum heißt ein Seminar Seminar? Ein Seminar ist eine Ohrenbefruchtung. Der Semen, der Logos Spermaticus, geht ins Ohr. Auf die gleiche Art und Weise, wie die Maria ihren Jesus gebärt, kommt es wieder raus. Also der Geist entzündet den Geist. Wir sehen, dass im Zeichen dieses Dogmas eine Kultur ganz neue Höhen erreichen kann, die vergleichsweise wenig eigentlich mit dem zu tun haben,
was vielleicht das Christentum selbst ausmacht. Es ist eine Form der Selbstvergöttlichung, der Apotheose. Man begreift, dass man zum Architekten des himmlischen Jerusalem werden kann. Das ist eine wahnsinnige Selbstermächtigungsgeste. Tatsächlich könnte man, wenn wir diese Folgegeschichte erzählen, der Maria, vielleicht sogar von einem Verschwinden des Dogmas in seine Apotheose sprechen. Wir sehen dies ganz eindeutig im Falle der Gutenbergschen Schrift. Das war übrigens auch einer der Punkte, der mich zu diesem Gang in die Geistesgeschichte, in die Dogmengeschichte veranlasst hat. Diese merkwürdige Unumgänglichkeit. Man kam an dieser Maria nicht vorbei, wenn man sich im Mittelalter mit diesen modernen Techniken beschäftigen sollte. Eine der meist dargestellten Momente in der Malerei ist eben die Annunciatio. Die Annunciatio, auf die häufig, wie zum Beispiel im Fall von Robert von Campin, zu sehen ist, wie so ein kleiner Jesus gewissermaßen auf einem Lichtstrahl in das Ohr der Jungfrau hineinreitet. Diese Selbstbefruchtung, von der ich erzählt habe. Wir sehen Darstellungen, wo Jesus keinen Nabel hat und das ganze Dogma wird hier verhandelt. Aber am Ende dieses Prozesses steht, dass der Schreibprozess nicht einmal mehr diese Maria benötigt. Wir sehen etwa dann die Figur der Lesenden. Wir sehen ein Buch und wir sehen jemand, der vollendet konzentriert sich einer Frage widmet. Und die ganze Frage der Maria und diese Frage des Dogmas spielt keine Rolle mehr, weil die Energie dieser Mariengestalt an die Maschine übergegangen ist. Wir haben also, man nennt es im theologischen Sinne die Transsubstantiation, wir haben es mit einer Transsubstantiation zu tun, von der Mariengestalt zur Weltmaschine. Das wird ganz besonders deutlich im Falle der Schrift. Also am Anfang des 12. und 13. Jahrhunderts, als die Kultur das Papier entdeckt, das Papiermühlen und dergleichen, und dann gibt es einen regelrechten Kult um das jungfräuliche, makellose, weiße Papier. Der Kopierprozess des Schreibens, die Valorisierung des Schreibens, das alles gilt als wunderbar. Wenn wir uns die kulturelle Differenz ausmalen wollen, müssen wir gar nicht weit schauen. Man muss zum Beispiel nur in das Russland des 17. Jahrhunderts zurückgehen. Dann denkt man ernsthaft darüber nach, ob es eigentlich überhaupt legitim sei, mit mechanischen Büchern zu arbeiten. Weil doch die Schrift, das Wort, eine Emanation des Gottes sei und dass das durch eine Maschine kontaminiert würde. Ähnliches findet sich noch im Islam, wo erst im Jahr 2006 eine Fatwa den Moslems erlaubt, die Kontamination des Papiers durch Toilettenpapier etwa so quasi zuzulassen als etwas Gewolltes. Das heißt also, die Heiligung des Papiers ist etwas, was sehr, sehr alt ist. Kommen wir nun zu diesem Ingenium des Gutenberg. Und weshalb die Maria uns automatisch in die Gutenberg-Galaxis hineinführt. Man hat gesagt, dass Gutenberg den Druck mit beweglichen Lettern erlaubt habe. Das haben die Chinesen schon im 8. Jahrhundert gemacht, Holzlettern. Das Dilemma dieser Lettern allerdings besteht darin, dass sie an der Substanz leiden. Diese Letter nutzt sich ab. Irgendwann sieht man, dass das Zeichen A wird immer korrupter. Und am Ende sehen wir das, was man im Druck Makulatur nennt, also Befleckung. Man kann den ganzen Kram wegschmeißen. Gutenbergs Ingenium besteht eigentlich gar nicht darin, dass er mit beweglichen Lettern druckt. Nein, sein Ingenium besteht darin, dass er so etwas wie ein Font erzeugt. Wobei also auch im Font eigentlich die metaphysische Quelle nachklingt. Und dieser Font bleibt sich gleich. Wie macht er das? Der Kunstgriff, und da sind wir wieder bei einer ähnlichen Geschichte wie bei dem Prozess der verlorenen Form, ist eigentlich einer der metallurgischen Abstraktionen. Der Kunstgriff ist, er stellt eine Patrix aus gehärtetem Stahl. Diese Patrix erzeugt die Matrix. Diese Matrix ist weicher,
Aber aus dieser Matrix wiederum lassen sich aus noch weicherem Metall, Blei, dann die Typen herstellen. Wir haben also Patrix, Matrix und die Typen. Streng genommen das, was wir eine unbefleckte Empfängnis nennen können. Es ist kein Zufall, dass das Druckerwesen in Gestalt des Gauchers etwa riesige Apotheosen auf die reine Vernunft unternommen hat, dass man die Drucker, getauft hat, dass man die Werke, die dem Qualitätsbetrieb nicht Qualitätsmaßstab nicht entsprechen, dass man sie Makulatur nennt und makuliert, dass man von Hurenkindern und Schusterjungen redet. Also die Welt des Drucks ist voll von dem Phantasma der reinen, unbefleckten Empfängnis. Und vielleicht ist das der Grund, dass in dem Augenblick, wo man Bücher dieser Art drucken kann, man der Bilder nicht mehr bedarf. Dass der Geist der Maschine sich gewissermaßen emanzipiert hat von seiner Schutzherrin, der Mutter Gottes. Wenn wir die Geschichte von der unbefleckten Empfängnis rekapitulieren, sehen wir ganz eindeutig, hier handelt es sich nicht bloß um irgendeinen Theologuminon, irgendeine theologische Spitzfindigkeit, die verhandelt wird. Es ist auch nicht ein Denken, das sich gewissermaßen im rein geistigen Bereich austummeln wird. Im Gegenteil, wir sehen, dass diese Ordnung tief in unsere materielle Welt hineingriff, dass sie die Gesellschaften zu verändern beginnt. Sie macht sie zu Schriftgesellschaften, sie lässt das Uhrwerk in ihnen ticken, sie entführt sie schließlich in eine Gutenberg-Galaxie, in der die Buchstaben eine ganz neuartige Qualität bekommen, in der sie zu Trägern unserer Identität werden. Wenn man so will, allesamt Himmelfahrtsprojekte, bei denen reine Zeichen letztlich uns den Weg weisen. So wie Stella Maris. Man könnte sagen, dass die ursprüngliche Weltfremdheit, die sich im Alphabet artikuliert, ein Zeichen, das nicht von dieser Welt ist, so wie Christus sagte, dass er nicht von dieser Welt ist, im Körper der Maschine materialisiert. Und dass die Maria auf dem Weg durch das christliche Mittelalter zur Schutzheiligen der Maschine wird. Nun, wenn wir diese Geschichte so erzählen und wenn wir diese Geschichte, sagen wir, einem katholischen Würdenträger erzählen würden, würden wir, so wie ich fürchte, auf einige Verwunderung, vielleicht taube Ohren stoßen. Allzu fremdartig mutet diese Geschichte an. Nehmen wir nur die Bulle Deus Ineffabilis, die Papst Pius im Jahr 1854 geschrieben hat, und die nichts anderes ist, eine gigantische Apotheose der unbefleckten Empfängnis. Eine Wiederholung dieser Überzeugung, dass die Maria durch eine göttliche Intervention frei ist von Erbsünd und dass jeder, der diesem Gedanken widerspricht, aus der katholischen Kirche zu schließen ist, zu zensurieren ist und dergleichen. Dann sehen wir eine Merkwürdigkeit. Wir sehen, dass dieses gigantische 2000 Jahre dauernde Bauwerk eigentlich auf einem Fundament gebaut ist, das durch die Schriften selbst gar nicht gedeckt ist. Und in dem andererseits der Geist der Mechanik pulsiert. Also der Versuch, die Natur zu denaturieren, zu überwinden. Nun, man mag sich über die Theologen lustig machen, das ist ein leichtes Opfer heutzutage. Fatalerweise gilt aber der gleiche Vorwurf auch für die Welt der Wissenschaft, die ihre Conditio sine qua non verleugnet. Man sollte schon wissen, dass die Universität im Zeichen der Jungfrau, der reinen Vernunft, gebaut worden ist. Und warum ein Seminar heißt, weil es nichts anderes ist als jene Ohrenbefruchtung, von der ein Origenes erzählt, nur dass vielleicht die Wahrheiten andere sind, dass es hier um statistische, naturwissenschaftliche und sonstige Weisheiten geht. Kurzum, diese Verleugnung betrifft genauso gut den
scientifischen Geist, der die Maschine verleugnet. Nun, man könnte meinen, das sei irgendwie eine Geschichte, die vielleicht überwunden ist, irgendwann mal passiert, aber heute, nun, das ist nicht der Fall. Deswegen dieses Herbeizitieren etwa von Freges Begriffsschrift, die einen Unterschied macht zwischen dem Hammer, also einem menschlichen Artefakt, und einem Gedanken, der von höheren Wesen eingegeben ist. Conceptio, Konzept, Art, Empfängnis. Was wir hier hören und was unübersehbar ist, ist metaphysischer Nachklang. Und wir sehen, dass in diesem Fall die Wissenschaft sich nicht wesentlich unterscheidet von den Begeisterungsstürmen, die Notre Dame im Mittelalter als Schutzheilige der reinen Vernunft evoziert hat. Nur, dass wir heute eben vielleicht nicht mehr die Mutter Gottes benötigen, sondern uns meinetwegen mit den Büchern oder mit der Wissenschaft als Alma Mater, als sanfter, gnädiger Mutter zufrieden geben. Kurzum, wir haben es also mit einem doppelten Verkennen zu tun, einmal auf der Seite der kirchlichen, auf der anderen Seite auf der Seite der wissenschaftlichen Würdenträger. Hier kommen wir allerdings zu einem Feld, das mich bei der Beschäftigung mit der Maschine massiv beschäftigt hat. Also der Frage, wie das Verhältnis von Maschine und Religion ist. Am Anfang haben wir damit begonnen, dass das Christentum dann doch vielleicht eine besondere Empfänglichkeit hier an den Tag gelegt hat. Allerdings könnte man die Frage eben noch weiter stellen. Wir könnten uns fragen, könnte es sein, dass die Religionen, die ja nicht zufällig Schriftreligionen sind, ihrerseits nicht ursächlich sind für ein bestimmtes Denken, sondern Symptome der Schrift. Das gewissermaßen das entstehende alphabetische Zeichen ein entsprechendes Denken, Sehnsüchte entbunden hat, die dann die Gestalt dieser oder jener religiöser Logik angenommen haben. Das ist kaum im Falle der verschiedenen Umdeutungen, die im Falle der unbefleckten Empfängnis deutlich wurden, gar nicht von der Hand zu weisen. Wir sehen am Anfang nur den Versuch, den Buchstaben des Wortes zu reinigen und die Idee einer menschlichen Unsterblichkeit zu etablieren und merken, dass hier eine Art Entbindung stattfindet, eine Art von Himmelfahrtsprojekt der reinen Vernunft.